Hallöchen, hier ist wieder euer Doc und ich begrüße Sie wieder zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Weiter geht's hier bei unserem DAF-Schiff. Weiter geht's ja hier mit unserer DAF-Yacht. Wir hatten in dem ersten Teil ja nur unten den Rumpf gebaut. Und jetzt hier im zweiten Teil beschäftigen wir uns mit dem oberen Teil hier. So sollte es jetzt natürlich auch bei dir aussehen. Wenn du die Folge nicht gesehen hast oder irgendwie nicht komplett geschafft hast, guck nochmal in der Videobeschreibung nach. Da ist sie verlinkt. Ja, wir wollen jetzt weiterbauen. Das heißt, wir gehen hier wieder an die Kiste ran und holen uns mal die nächste Reihe raus, damit wir oben auch was schaffen. Um weiterzubauen, brauchen wir einfach mal gesagt Quarzstufen, nochmal einen Quarzblock und Treppe davon. Wir holen uns dennoch Schwarzeichenzaun raus, davon die Stufen. Dann holen wir uns auch roten Beton raus, dann würde ich mal sagen rote Neta-Ziegelstufen. Ja, schwer auszusprechen, ist aber so. Dann empfehle ich nochmal das gleiche Glas zu verwenden, wie du im ersten Teil genommen hast. Bei mir ist es türkises Glas und dann holen wir uns noch ein paar Eisengitter raus. Haben wir alles zusammen, würde ich sagen, legen wir los und zwar erstmal mit den Quarzstufen. Wir wollen ja erstmal ein bisschen leichte Arbeit machen, das heißt, wir setzen uns überall hier auf den roten Betonblöcken, die wir hier haben, eine Quarzstufenschicht. Wenn wir darauf denn jetzt die Stufenschicht platziert haben, nehmen wir mal unsere Quarzblöcke zur Hand und setzen jetzt jeweils immer hier an der Seite von unseren, ja, von der Schicht, die wir überall haben, nochmal einen Quarzblock hin. Wenn wir dahinter denn auch eine Quarzblockschicht uns platziert haben, schnappen wir uns noch mal kurz den roten Beton, denn wir müssen uns mal kurz was vormarkieren, damit ich am Ende nicht durcheinander komme. Und zwar fangen wir auf der einen Seite jetzt hier an, wo die DAF-Schrift genauso ist, wie man sie lesen sollte, ne? Wenn man hier so steht. Und da machen wir beim letzten F, genau in der Mitte, einfach mal zwei rote Betonblöcke oben drauf, platzieren einmal zur Seite weg und oben drauf einen Meter Ziegelstufe und dann machen wir darauf auch nochmal zwei rote Betonblöcke. Jetzt gehen wir mal hier ein bisschen weiter nach vorne. Da hatten wir, sag ich mal, unsere Fenster unten. Und bevor die einer Fenster losgehen, genau einen Block davor, setzen wir oben auch nochmal zwei rote Betonblöcke. Hier an der Seite machen wir kurz eine Stufe und oben eine Stufe und dann hier auch nochmal zwei rote Betonblöcke. Das würde ja an sich so eine Halterung sein, dass man, sag ich mal, hier so ein kleines Vordach hat bei unserem Schiff. So, wenn wir denn soweit erstmal wieder sind, hier unsere Markierung ein bisschen gesetzt haben, nehmen wir mal unseren Schwarzeichenzaun zur Hand und wollen jetzt hier mal so ein bisschen ein Geländer bauen, ne, dass man hier nicht schon mal runterfällt. Wir beginnen einfach hier vorne, setze ich mir einen Zaun hin und wir lassen immer so in etwa einen Block immer frei, ne, damit sich der Zaun nicht verwinden sollte. Setze ich den nächsten dann einfach mal hier so hin. Ich gucke mal hier von innen, vielleicht ist das ein bisschen deutlicher zu erkennen. Ne. Wir lassen einen frei, setzen hier einen hin, einen freilassen, wieder einen hinsetzen. Ein Freilassen, wieder ein Hinsetzen, ein Freilassen, ein Hinsetzen. Wenn wir jetzt so angekommen sind, dass wir, sag ich mal, wieder in so einer Ecke sind, ne, setzen wir den nächsten Zaun nicht gleich hier so an. Ne. Wir lassen dann hier auf der einen Block frei und setzen dann wieder so einen Zaun hin, ne, mal so freilassen, hinsetzen. Ne. Wie gesagt, hier jetzt nicht gleich heransetzen, dann sieht das ein bisschen doof aus von außen. Dann ist ja nicht so ein großer Abstand wie bei den anderen. Wirkt einfach nicht so. Und da lassen wir dann hier, zack, auch den wieder frei. Ja, machen wir dann, bis wir hier so angekommen sind. Und wenn wir das haben, kann man dazwischen dann immer gleich schon ein paar Stufen hinsetzen. Machen wir hier auch mal einfach hier so ein paar Stufen hin. So, und wer möchte, kann dann gleich schon hier unsere Zaun, nicht Zaunstufen, sondern unsere Schwarzeichenstufen nehmen und die dann gleich hier einmal drauf platzieren. So, dann sind wir schon mal vorne so ein bisschen mit dem Zaun angekommen. Den gleichen Zaun, so vom Maßstab her und Länge, ziehen wir uns hier synchron nochmal auf der anderen Seite mit. So, dann habe ich mir das vorne schon mal langgezogen. Kommen wir jetzt natürlich nochmal auf die Rückseite zu sprechen. So, wir beginnen, so wie wir da aufgehört haben, gleich neben unserer Markierung setzen wir den Zaunpfosten hin. Lassen dann immer wieder einen Block frei, das Ganze dann bis hinten hin. Hier haben wir es relativ simpler, ne, weil alles schon gerade ist. Jetzt hier an der Ecke, zack, ne, wie gesagt, einen freilassen, dann hier wieder so hin. Ne, und dann ziehen wir das Ganze hier rüber. So,
Jo, ist alles schön synchron. Ja, und dann ziehen wir das hier auch jetzt nicht unbedingt weiter, als es jetzt auf der anderen Seite ist. Ne, sparen wir uns wieder das Wegbauen, weil hier ist dann, sage ich mal, nicht so ein Vorbau, dass man da lang gehen kann. Hier ist dann ja sicher alles zu. Und dann sparen wir uns hier was wegbauen. Wenn man noch ein bisschen was hinsetzen sollte oder könnte, dann machen wir das einfach. Ne? Aber wenn wir es halt noch nicht wissen, dann lassen wir uns hier diese Arbeit, das Ganze auch wieder wegzubauen. So, nach ein bisschen Überlegung machen wir jetzt hier ein bisschen weiter. Und zwar ist jetzt die Frage, wie erkläre ich euch das Ganze mit der Markierungen und so. Dachte ich mir. Ist ein bisschen kompliziert, wie ich mir das denke. Von daher machen wir es ein bisschen simpler. Und zwar schnappen wir uns einfach die Quarzblöcke und fliegen jetzt zu dieser einen Markierung, die wir uns schon ein bisschen hier gemacht haben. Genau hinter davon machen wir noch zwei weitere Quarzblockschichten ran. Einfach so zack ran. Und wenn wir das haben, nehmen wir uns mal unsere Quarzstufen. Du kannst jetzt komplett einmal alles hier aushöhlen. Ich werde jetzt hier so einen kleinen Cut machen, weil ich lasse meine Markierung dann markiert, weil das ist ein bisschen simpler. Aber für dich wäre es super, wenn du dann hier alles einfach mal mit Stufen hier einfach auf der halben Blockhöhe hier so, ne, einmal uns hier überall einmal lang ziehst. So, wir haben uns dann einmal hier einfach alles zugemacht, unser Deck mit Stufen, ne, so wie du es ein bisschen so machen solltest. Wenn wir das haben, geht's weiter. Wir schnappen uns einfach unseren roten Beton und fliegen, würde ich mal sagen, auf der Innenseite hier von unserem Schiff zu unserer Markierung, die wir haben. Da richten wir uns ein bisschen nach, denn hier an unserem Zaun, wir hatten ja einen Pfosten, zwei und einen dritten Pfosten. Ab dem dritten Pfosten gehen wir einfach drei Stufen nach innen und setzen einen Block. So, das wäre dann jetzt hier beim vierten. Ich würde sagen, dann machen wir das Ganze auf eine Viererlänge insgesamt. Und dann machen wir das synchron nochmal auf der anderen Seite. Ne, drei Blöcke hier Platz lassen und hier so ein Vierer lang ziehen. Das Ganze machen wir jetzt auf eine Zweierhöhe und danach dann einfach pyramidenmäßig bis hier oben angekommen sind. Ne, machen wir auf der anderen Seite auch nochmal. Wir haben jetzt hier unseren einen Vierer, zweiten Reihe rauf und dann hier pyramidenmäßig nach hinten weg. Super. So, danach können wir gleich schon mal unsere Quarztreppen nehmen und die einmal hier vorne platzieren. Wir machen drei Stück vorne hin, so dass sie sich hier nochmal anecken. Und danach setzen wir immer dazwischen eine hin. Insgesamt machen wir drei Treppen und die letzte wird dann eine Stufe werden. Wenn wir das dann haben, nehmen wir nochmal unsere roten Betonblöcke zur Hand und gleich dahinter, so weg, wenn wir von oben gucken, gleich auf der Seite hinter weg, setzen wir eine Betonschicht genau auf die gleiche Höhe, wie wir das jetzt hier haben und ziehen das Ganze dann auch nach hinten weg. Da setzen wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 Blöcke erstmal gerade hin. Fliegen wieder nach vorne lang. Setzen jetzt eine zweite Reihe einfach mal oben drauf. Brauchen wir, damit wir dann auch unsere Fenster so ein bisschen machen können. Da würde ich sagen, lassen wir immer einen jetzt so, wie er ist. Dann lassen wir drei Blöcke Platz, Markierung hin, drei Blöcke Platz, Markierung hin, drei Blöcke Platz, lassen Markierung hin. Und das Ganze nur einmal, dass wir insgesamt vier Fenster haben. So, das hier hinten lassen wir dann erstmal in Ruhe. Können das Ganze hier auf die gleiche Höhe ziehen, wie wir das jetzt hier schon vorne haben. Ziehen das hier einmal so rüber. So, die Fenster möchte ich gerne nur auf eine Blockhöhe haben, von daher setze ich mir oben nochmal eine weitere Schicht ans, einfach so hier ran. So, jetzt kann man sagen, macht man das jetzt einfach mit Blöcken hin, möchte man das einfach mit Blöcken lassen, kann man machen, muss man nicht machen, man kann auch denn Scheiben nehmen, Glasscheiben wollen wir mal machen, ich hole mir die mal kurz hier raus. So, ich mache es mit Glasscheiben, kannst auch keine Blöcke nehmen. Wie du möchtest, ist halt immer Geschmackssache. So, ich mache jetzt einfach Scheiben, das sieht besser aus, finde ich. So, wir fangen wieder vorne an. Hier, wo wir die Treppe gemacht haben. Nochmal von der anderen Seite, gucken wir nochmal. Oh. Ja, gleich hier, da gegenüber. Zack, machen wir hier, sage ich mal, drei Blöcke hin. Ne, wenn man so guckt, so drei Blöcke hin. Auch diese drei Blöcke machen wir auf die gleiche Höhe, wie wir an sich das hier haben. Danach platzieren wir davor an der Seite hier einfach mal einen Block unten hin, dann nochmal einer vorne und das hier einmal so abschießen. Jetzt bauen wir was hier vorne hin, wo ich nicht selber weiß, was es sein soll. Ich erkenne es einfach nicht auf dem Dachschiff. Wir machen jetzt einfach hier vorne nochmal eine weitere rote Betonschicht drauf. Dann platzieren wir zweimal
hier, also 4 ist, wir haben Quarzblöcke. Darauf machen wir denn zweimal so eine umgekehrte Quarztreppe, die sich gegenseitig anguckt. Und darauf platzieren wir Eisdach, rote Netherziegelstufen. Ich weiß nicht, was es sein soll. Ist jedenfalls so vorgegeben. Machen wir auch einfach. Könnte eine Guckfenster sein von innen drin oder so. Ich weiß es nicht. Ich erkenne es einfach nicht auf dem Bild. Von daher deuten wir es hier nur an. So, gut, haben wir angedeutet. Geht es weiter jetzt hier auf der Seite. Wir nehmen nochmal unseren roten Beton. Wir ziehen jetzt hier so ein bisschen was von oben schon mal vor. Hat mich nämlich schon ein bisschen hier gemarkert. Also wenn du jetzt hier schon ein bisschen Zaun schon gezogen hast, musst du das jetzt wieder weghauen ein bisschen. Ne? Also gleich dann neben unseren Dreier. Hier gehen wir zur Seite weg. Setzen wir jetzt hier einen Block hin. Wir zählen einfach mal, um zu gucken, wie weit wir es nach hinten setzen müssen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Blöcke. Ja, 16 Blöcke ziehen wir einfach mal lang. Das Ganze machen wir dann auf die gleiche Höhe, wie wir das hier schon haben. Das wären dann 4 Blöcke insgesamt. 1, 2, 3 und 4. So, damit sind wir dann natürlich immer noch nicht fertig. Wir gehen dann hier einmal hin, wo wir gestoppt haben. Da setze ich mir dann so schräg davon wieder nach innen eine Säule, auch hier gleiche Höhe, wie wir es haben. Und dann können wir sehen, ob wir jetzt hier noch Platz haben. Wenn es so sein sollte, kannst du den Zaun dann hier einfach so ranhauen. Ne? Jo, weiter geht es dann immer noch mit dem Beton. Davon geht es jetzt wieder so schräg einmal so, ne, hier so nach hin. Da setzen wir dann so 4 Blöcke hin. Das Ganze kann man dann wie eine Pyramide bis nach oben machen. So in etwa, einfach so wie eine Pyramide, nachdem wir es gezogen haben. Super. So, dann wollen wir noch hier ein bisschen was machen. Und zwar hier hinten hatten wir uns das ja noch nicht angefasst. Ne? Da setze ich mir einfach zur Seite weg nochmal 3 weitere, dass wir insgesamt hier so eine 4er Blockhöhe haben. Nee, 4er Breite haben. So, Entschuldigung. Dann geht es hier einmal nach hinten weg. Da setzen wir noch 1, 2, 3, 4, 5 und 6 Blöcke hin. Das Ganze können wir hier auch auf eine 2er Höhe machen. Da würde ich sagen, damit das schon mal ein bisschen wegfällt, gucke ich mal, wie das Maß nochmal war. Das habe ich jetzt nicht im Kopf und dann bauen wir hinten das schon mal ein bisschen vor. So, Maß habe ich im Kopf, wollen wir mal. Also, wir fangen einfach mal hier an der Seite an. Das ist eigentlich synchron auf beiden Seiten immer gleich. Werden wir auch hier nochmal machen. Also, vorne haben wir nur eine Schicht. Danach geht's, denn wir können das eigentlich immer bis nach hinten einmal ranziehen. Denn eine Zweierschicht. Danach machen wir darauf nochmal eine Zweierschicht, die dann immer so ein bisschen nach oben geht. Und danach machen wir insgesamt 4 einzelne Blöcke. So, gucken wir nochmal. 1, 2, 3, 4. Super. Ne, dass wir unten mit einem beginnen. Ein Zweier, Zweier, 1, 2, 3, 4 einzelne. So, das machen wir nochmal auf der anderen Seite synchron mit. Vorne einer, dann hier eine Zweier Schicht. Dann machen wir hier nochmal eine Zweier Schicht. Ne, dass wir dann immer auf der einen Seite halt einen so freilassen. Und dann pyramidenmäßig, bis wir einmal oben sind, machen wir 4 Blöcke hin. So, das sehe ich gerade. Es dürfte denn hier oben nicht so ein Zweier sein. Das ist falsch. So, nochmal weghauen. Super. So lassen wir das Ganze erstmal. Aber da fällt mir auf, wir können hier noch was anderes machen. Und zwar hatten wir hier so ein bisschen die Markierung, die können wir jetzt schon mit dem Rest verbinden. Einfach hier oben, zack, mit Beton so eine Strebe ziehen. Kann man hier vorne auch machen, Strebe ziehen, damit das Ganze schon mal ein bisschen stabiler ist, ne, und nicht wegknicken kann zur Seite. Wir bleiben hier noch ein bisschen auf der Seite und ich habe die nächste Aufgabe für euch. Wir können jetzt einfach mal hier dieses große Rechteck, was wir hier haben, ne, zumachen mit Quarzstufen. Einfach hier mal alles zuziehen. Super, macht ihr das? Einfach hier, ups, da nicht so wie ich. Ja, nee, macht es natürlich besser. So, hier einfach mal zuziehen. Nee, dann sieht das auch von unten schickel aus. Und dann können wir hier schon gleich beginnen mit oben. Wir werden uns erstmal was vormarkieren, damit wir hier uns ein bisschen Arbeit immer sparen können. Ich habe mir das Ganze hier so ein bisschen markiert. Ja, habe ich mir das markiert. So, und jetzt nochmal ein bisschen logischer mit Erklärung. Also, wir fangen am besten bei den Fenstern an. Ja, das ist am einfachsten. Gleich hier nach dem ersten Fenster, hier die Strebe zum nächsten Fenster. Gehen wir nach oben und setzen hier gleich einen Vierer auf. Von dem Vierer setzen wir jeweils zur Seite so schräg nach hinten hier weitere Streben an. Die Länge ist relativ simpel. Die ziehen wir mal nach hinten lang und zack, wo das hier endet, so lang ist das auch. Andere Seite können wir uns gleich daran richten. Ups, zu weit gezogen. Ne? Also nicht weiterziehen, als hier auch unser Vorbau ist. So, danach kommt Massenarbeit. Das Ganze machen wir auf eine Höhe von insgesamt 5 Blöcken.
So, wenn wir das schon mal hier so ein bisschen hochgezogen haben, machen wir die nächste Aufgabe. Und die wäre, dass wir hier so ein Geländer oben bauen. Wir schnappen uns wieder unsere Quarzstufen zur Hand. Platzieren sie jetzt, ich bin jetzt hier auf der Seite bei unserem Vorbau hier, einmal komplett hier oben drauf. Auch die innenliegende Fläche füllen wir damit komplett einmal aus. Das reicht mir aber noch nicht. Ich möchte ein bisschen mehr machen. Und zwar auf der anderen Seite machen wir genau das gleiche Spiel. Verbinden wir das Ganze. Hier ziehen wir auch überall Stufen hin. Außer hier vorne, wo wir die Treppe haben. Da nicht. Und da kann man gleich sehen, was man hier noch ein bisschen machen könnte. Und zwar platzieren wir blub, hinter dieser einen Stufe, die haben, einen Block hin. Ja, damit man auch nach oben kommt und nicht immer zu hüpfen muss. Ansonsten den Rest hier können wir dann einmal mit Stufen ausfüllen, aber nicht komplett alles, von daher mal hier noch einfach nicht kein Zeitraffer rein. Und zwar, ich wurde mal aufgepasst, wir lassen, würde ich mal sagen, hier vorne ist so ein bisschen frei. Also die ersten zwei Blöcke hier, die lassen wir noch frei, die verschonen wir damit und können den Rest dann hier ausfüllen damit. Denn hier hinten machen wir was anderes. Und zwar hier hinten machen wir eine Treppe nach oben. Das heißt einfach hier gleich an den Block setzen wir eine Treppe ran, die Treppe, 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 bis wir oben ankommen und hier müssen wir dann eine Stufe uns platzieren. Daneben würde ich sagen, machen wir, habe ich mir markiert, auch noch eine Stufe. Machen wir mal Stufe und dann dahinter, was hatte ich da? Eine Treppe. So, Treppchen hingezogen. Jetzt kann man überlegen, was mache ich mir hin? Ich mache dann einfach einen Betonblock, setze ich mir hin. Hier haben wir auch noch was frei, setzt man dann auch noch, würde ich mal sagen, einen Betonblock hin. Ich ziehe mir das einfach mal von unten so ein bisschen. So, hin, dass wir hier natürlich nichts mehr frei haben. Zum Weiterbauen holen wir uns mal eine Schwarzeichenholztreppe raus. Die brauchen wir einfach mal für unser Geländer, weil wir verwenden jetzt bei den Treppen ein anderes Geländer, als wir jetzt an sich das Ganze gemacht haben. Und zwar machen wir jetzt einfach mit Schwarzholztreppen solche Geländergriffe vorne ran, einfach so um die Treppen. Danach nehmen wir dann ganz normal hier so die Treppe, wie sie ist. Platzieren sie einmal oben drauf, bis wir oben hier ankommen an die Stufen. Dann fliegen wir nochmal zur anderen Seite. Da hatten wir auch nochmal eine Treppe. Setzen wir auch nochmal hier aber ganz gemütlich die Treppchen hier so rauf, bis wir hier oben ankommen. Da würde ich sagen, machen wir hier, machen wir mal eine hin. Eine sollte ich machen, ja. Und danach können wir hier das ausfüllen mit Stufen. So, jetzt machen wir den Geländer rauf. So, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Ich mache das erstmal hier vorne auf der Seite. Und zwar, wir gehen, würde ich sagen, dass wir hier, machen wir das zur Seite weg. Ja, wir machen das zur Seite weg. Haben wir ein bisschen mehr Platz hier, ne? So, das heißt, ich setze mir jetzt hier einfach mal einen Zaunpfosten hin. Lass mir einen mal frei wieder. Ja, und setze mir hier wieder einen hin. Und dann gehe ich hier auch zur anderen Seite und immer wieder einen freilassen. So sollte dann auch perfekt passen, ne? So, dann machen wir das hier dann einfach komplett hier zu und können darauf dann die Stufen uns platzieren. Das Ganze ziehen wir dann auch rüber, so bis hierhin. Und dann verbinden wir es einfach mal mit der Wand, hier auf der gleichen Höhe, so mit der Wand verbunden. Und dann ist das hier das Geländer fertig. Jetzt müssen wir das natürlich nochmal auf der anderen Seite machen. Wir nehmen unseren Zaun. Hier musst du vielleicht noch Quarzblöcke dann immer darunter hinsetzen. Ne? Das mache ich dann im Nachhinein schnell. Also, wir setzen dann ja auch hier wieder einen Zaun hin, ein Freilassen, das wäre dann hier so etwa. Und dann hier immer wieder einen Freilassen, das Ganze bis nach hinten ziehen. Sollte dann auch hier perfekt aufgehen mit der Treppe. Ne, wie gesagt, darunter dann vielleicht solltest du auch nochmal einen Quarzblock dir platzieren. Also da sollte man sich nicht so quälen mit, ne, baust du hier einfach runter hin und dann platzierst einen Block, eine Stufe, wie du möchtest. Mal jetzt einfach mal einen Block hin. So. Und wenn wir das haben, können wir darauf dann auch unsere Stufen platzieren. So, die nächste Aufgabe wäre dann, dass wir mal Fenster oben uns ein bisschen reinhauen. Wir beginnen wieder auf dieser Seite hier, wo wir diesen kleinen Vorbau haben. Fliegen dann hier oben an unser Geländer hin, achten drauf, dass wir unten so zwei Blöcke haben, an der Seite zwei Blöcke und dann können wir hier so ein Viererfenster uns reinhauen. Können unten wie oben schon mal Stufen uns platzieren. Dann lassen wir einen Block Abstand und setzen hier nochmal genau so ein gleiches Viererfenster rein. Da müsstest du dann wieder Glasblöcke raussuchen und die dann dahinter platzieren. Mit Glasscheiben wäre das Ganze, ja, weiß ich nicht, finde ich immer unschön, den so zu bauen. Man könnte vielleicht auch, wenn du möchtest, solche Fenster auch unten nochmal machen.
Musst du nicht, kannst du gern machen. Aber ich glaube, das sieht gar nicht mal so schlecht aus, oder? Wenn man es macht. Man hat ein bisschen mehr Kontrast denn, ne? Vielleicht mal gucken. Ja, gut. Ansonsten bleiben wir jetzt wieder beim roten Beton und richten uns hier gleich vom zweiten Fenster aus. Platzieren dann hier oben drauf so drei Blöcke. Und dann machen wir nochmal so nach vorne drei Blöcke. Ne, das gleiche Spiel machen wir nochmal auf der anderen Seite. Müssen wir mal so ein bisschen gucken, übernehmen wir das Ganze hier einfach mal so drei Blöcke. So lang und dann hier drauf, zwei drauf und vorne mal ein. Wir machen jetzt oben mal von der Kommandobrücke mal hier so ein bisschen die Glasfenster hin. Wir hatten ja jetzt hier so eine Halterung gebaut. Da setzen wir 1, 2, 3, 4 Blöcke vorne hin. Hier hinten ein so Aneck. So, machen wir auf der anderen Seite gleich mal mit hier. 4 Blöcke vorne hin und dann hier zack, vorne noch einen hin. Ganz vorne machen wir 2 Blöcke hin, danach dann so 2 schräg dahinter. Jetzt nehmen wir wieder unsere roten Betonblöcke und platzieren dann vorne hier neben auch nochmal so 2 einzelne Betonblöcke so schräg dahinter weg. Genau so. Und dann können wir hier, wo noch so eine freie Fläche ist, gleich da noch einen Glasblock ransetzen und dann wäre das so an sich unsere Kommandobrücke. So, jetzt bauen wir noch was an der Kommandobrücke mit ran. Und zwar fliegen wir wieder zu unseren kleinen Halterungen, die wir uns hier ein bisschen gemacht haben. Dahinter setzen wir jetzt 2 Blöcke hin. Denn 2 Blöcke hier einmal so abbiegen. Ich mache mir mal gleich dann hier unsere Markierungen weg. Nicht, dass sie dich hier ein bisschen in die Irre führen. Also unsere Halterung, 2 dahinter, dann hier so 2 abbiegen und wieder hier 2 so ranschrauben. Das Ganze machen wir auf eine Höhe von insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcken. Und dann ziehen wir uns das Ganze, mal gucken, auch auf 6 Blöcke insgesamt auf die Länge, bis nach vorne. So, das hört dann, sage ich mal, hier vor unseren Fenstern auf. Und dann können wir das hier einmal hochziehen auf 6 Blöcke. Wir sind damit aber noch nicht fertig. Wir platzieren vorne nochmal dran eine Betonschicht und darauf noch eine Betonschicht. Denn nehmen wir mal unsere ganzen Quarzhand und platzieren jetzt hier drauf ein kleines Dach. Einfach mit den Quarzstufen hier oben drauf. Mal so langziehen. Super. Wenn wir das haben, würde ich mal sagen, machen wir erstmal hinten das zu, weil das irritiert ein bisschen, finde ich. Relativ simpel zugezogen. Wir machen hier drauf einfach eine Quarzblockschicht. Darauf dann mit Treppe nachgezogen. Hier wieder Quarzblockschicht und Treppe nachgezogen. Wenn wir dann unsere 2-2 so zugezogen haben, geht es an sich nur noch mit Treppen hier nach oben hin. Bis wir hier oben ankommen, können wir alles hier mit Treppen zuziehen. Und wenn wir das dann zugezogen haben, können wir unten, es ist so Geschmackssache, entweder lässt sich hier so einen roten Streifen oder sagst du, nein, will ich nicht. Dann setzt du hier ein paar Treppen noch hin. Dann ist das mit dem Deck verschmolzen. Kann man halt machen. So, dann gehen wir hier weiter oben hin. Hier möchte ich jetzt mir das Ganze auch noch machen. Warte mal, ich mache jetzt hier an den Seiten die Betonblöcke weg. So, setz mir dann hier dazwischen nochmal eine Betonschicht an. Wieder das Ganze ein bisschen besser aus, finde ich. Und dann können wir den Rest hier komplett mit Quarzstufen zuhauen. So. Dann würde ich sagen, ja, machen wir da noch Treppe hin. Ja, machen wir da noch eine Treppe hin. Jo, andere Seite machen wir auch nochmal. Und Treppe hin. Fertig ist das Ganze. So, jetzt wollen wir noch das nächste machen. Und zwar machen wir noch eine Antenne oben hin. Relativ simpel. Wir nehmen Quarzblöcke. Wir hatten ja uns ja oben das so ein bisschen gemacht. Platzieren die jetzt einfach mal 2 Stück gleich hier ran. Dahinter setzen wir 3 Betonblöcke hin. Und gleich dahinter ran machen wir nochmal 3 Blöcke. Das Ganze machen wir dann aber nochmal ein bisschen dicker. Setzen dahinter nochmal eine Schicht ran. So, nehmen wir die Treppen zur Hand. Die platziere ich mir eine gleich hier nach diesen 2. Ne? Dann nochmal hier nach diesen 3er. Und ganz oben mache ich mir nur Quarzstufen hin. So, dann haben wir hier natürlich noch ein Dach. Das können wir ausfüllen. Einfach hier mit unseren Quarzstufen einfach so zumachen. So, wenn wir denn soweit sind, brauchen wir wieder ein neues Blockmaterial. Da gehen wir wieder an die Kiste ran und holen uns hier die letzte Reihe raus, die wir brauchen. So, um noch den Abschluss zu machen, holen wir uns nochmal Steinziegelmauern raus. Davon nochmal eine Stufe. Dann holen wir uns so rote Wolle raus. Ja, mit Wolle bauen wir auch heute. Dennoch hellgrauer Beton, denn grauer Beton
Hebel holen wir uns raus, Stein, Knöpfe und den rote Nederziegeltreppen. Haben wir alles zusammen? Legen wir los. Als erstes würde ich mal sagen, machen wir vorne oder oben drauf bei unserem Radaff-Yacht noch eine Fahne. Da setze ich mir einfach mit der Mauer hier so einen kleinen Fahnenmast hin. So ein bisschen Gespielerei, wie man sich den halt ziehen möchte. Ich mache jetzt hier einfach nur zwei hin, dann dahinter drei. Oben drauf, blub, reicht noch eine Stufe hin, damit denn so die Fahne fertig ist. Und dann muss man mal gucken. Jetzt kannst du dir deine Fahne natürlich so gestalten, wie du möchtest. Ich lasse sie mir einfach ganz simpel rot. Und ziehe sie mir hier so ein bisschen lang. Na, wie will man die machen? So. Naja, man spielt sie sich da ein bisschen zusammen, muss mal gucken. Aber ich glaube, ich lasse ihn mir so. Vielleicht noch den hier weghauen. Ja, so soll es aussehen. Genau, so, wenn wir denn die Fahne haben, geht es weiter. Wir nehmen einfach Knöpfe. Hier sind da einfach so ein paar Knöpfe noch drauf. Kann man auch einfach hier so ein bisschen sich da ranpingen. Jo, vielleicht ein mehr oder weniger. Das stört nicht unbedingt. Ist so Geschmackssache, ne? Unsere kleine Antenne hier oben drauf. Okay. Was jetzt noch fehlt bei unserem Dachschiff, sind noch so ein paar Luken, wo man in den Frachtraum reinkommt. Wir bauen erstmal eine ganz hinten hin. Da achten wir drauf, dass wir hinten zwei Blöcke Platz lassen. An der Seite zwei Blöcke Platz. Dann schauen wir hier einfach mal so fünf Blöcke rein. Das Ganze machen wir auf eine Viererlänge, würde ich mal sagen. Ja, machen wir mal auf eine Viererlänge. Platzieren uns an der Seite denn zwei hellgraue Betonschichten hin. Auf der anderen Seite auch nochmal. Ja, das sollen jetzt diese Luken sein. Und in der Mitte machen wir sie ein bisschen andersfarbig, weil da soll sie dann aufgehen. Wer möchte, kann ja noch ein paar Hebel da platzieren. Sind vielleicht die Griffe oder so, um das aufzumachen, wie die halt so stehen. Das kann man selber entscheiden. Und dann haben wir die hinten schon mal und wollen nach vorne eine haben. Diese ist ein bisschen kleiner. Wir richten uns jetzt mal hier von unserer Treppe aus. Lassen einen Block frei und dann mache ich mir hier eine 3er Länge und 5er Breite möchte ich das Ganze haben. Darauf achten, halt die Mitte frei zu lassen. Da wollen wir dann natürlich ja so unseren Beton setzen. Ich habe hier kurz geguckt, ob ich auch wirklich richtig bin. Ich dachte mir wieder vertue. So haben wir dann hier vorne so einen kleinen Frachtraum uns hier gemacht, dass wir darauf zugreifen können. Und dann sind wir an sich durch damit. Ha. Schöne Yacht. Am Ende, bevor wir die Yacht jetzt so ein bisschen abschließen, ist die Frage, ich hatte ja noch rote Nederziegeltreppe. Habe ich gerade selber vergessen, wofür ich die brauchte. Aber jetzt ist mir wieder eingefallen. Und zwar kannst du das Schiff jetzt noch individuell gestalten. Das Schiff wäre jetzt sicher zu fertig, aber man kann es ja noch ein bisschen besser machen. Ich habe mir nochmal Quarztreppen rausgenommen, weil genau das ist das gleiche Prinzip. Und zwar, du kannst jetzt immer noch hingehen. Und wenn du meinst, diese Blockübergänge an den Seiten und so, die gefallen dir nicht, dann nimmst du entweder nochmal so extra eine Treppe und passt dir jetzt an. Kann man noch so ein bisschen gestalten. Genau das gleiche beim Rumpf. Ja, wenn du meinst, da willst du einen besseren Übergang haben, dann kannst du ja vielleicht auch noch mit Treppen arbeiten oder Stufen, um das Ganze vielleicht noch zu verbessern. Einfach nur so ein kleiner Tipp. Manchen gefällt das ja nicht. Und dann kann man auch sagen, okay, dann passe ich mir das so ein bisschen an. Treppe, Stufe. Ja, und dann guckst du mal, wie du möchtest. So, ansonsten wäre denn das DAF-Schiff fertig. Ich werde mir das Ganze nur einrichten. Also es gibt auch noch einen dritten Teil. Und in der Videobeschreibung kommst du hin und dann gucken wir uns die DAF-Yacht noch an und dann vergleichen wir mal so ein bisschen, was hast du da noch so gemacht, was habe ich da so gemacht, ne? So unsere Ideen nochmal hier so ein bisschen austauschen. Ne, wie gesagt, hier die eine Seite, ob man da jetzt noch ein paar Türen macht, ein paar Fenster macht, ne? Das kann ja jeder für sich entscheiden, muss ich selber nochmal gucken. Jo, und ansonsten heißt es einrichten und ansonsten vorne Safety hinstellen und dann hören wir uns oder sehen uns zur nächsten Folge wieder und die alte Yacht werde ich noch abfackeln, also könnt ihr nochmal winken. Tschüss, alte Yacht, du verschwindest wieder. Wir haben hier jetzt eine schicke Yacht aus Beton. Mal gucken, ob die schwimmen kann. Na gut, so, dann würde ich sagen, stehe ich Safety. Ich habe eigentlich schon alles gesagt, außer eins, und zwar nur eins, und zwar halt. Tschüss.